Herr Bitschi, auch Landesgelder sollen ja da involviert sein, die da an den Wirtschaftsbund geflossen sind. Gibt es da Gelder für alle Parteien von den Landesunternehmen? Für uns gibt es jedenfalls keine Gelder von diesen Damen und Herren, die Sie angesprochen haben. Klar ist, die Rücktritte im Wirtschaftsbund sind jetzt ein Schuldeingeständnis, ein erstes Schuldeingeständnis. Landeshauptmann Wallner, wenn man ihm heute zuhört, ist offensichtlich in einer eigenen Scheinwelt unterwegs. Es ist fast befremdlich, wenn man ihm da zuhört. Tut so, als ob er von dem allem nichts gewusst hat. Der Mann ist der Parteiobmann dieser Partei. Der Mann war übrigens auch 7 Jahre lang Landesgeschäftsführer dieser Partei. Wenn man will, die Handlanger sind jetzt zurückgetreten. Der Nutznießer dieses Systems, des System Wallners, ist nach wie vor im Amt. Was sind Ihre konkreten Forderungen darüber hinaus? Dass man endlich mal erkennt, dass dieses Thema, dass dieser Skandal, der ÖVP-Skandal, nicht nur ein Steuerskandal ist, sondern ein Parteispendenskandal ist. Und die Auftritte, die der Landeshauptmann jetzt hinlegt, die sind befremdlich. Und ich gehe davon aus, dass es auch in der ÖVP immer mehr Kräfte gibt, die mit einem solchen System nichts mehr anfangen können.